Servus und hallo, liebe Orchideenfreundinnen und Orchideenfreunde. Heute machen wir ein Update zum Isocelus linearis, welches sich schon 2-3 Jahre in Kolonie befindet. Über den Winter hat es einige der älteren Triebe abgeworfen, die sind abgestorben, vertrocknet. Aber man sieht, hier sind einige Neutriebe unterwegs und ich dachte mir zuerst einmal, vielleicht wird es mal Zeit, die Wurzeln zu kontrollieren. Wenn die schon so viele Triebe abschmeißt, dann könnte das vielleicht ein Zeichen sein, dass die Wurzeln Probleme haben. Nichtsdestotrotz gibt es hier auch ältere Triebe, die auch wieder frisch austreiben. Und das ist wiederum ein Zeichen, dass es der Pflanze an und für sich gut geht. Also schauen wir uns mal die Wurzeln an. Die sehen wir hier. Die hat sehr viele, sehr gesunde Wurzeln, die sich auch an das Kolumi und das Orchitop, in welchem sie jetzt 2-3 Jahre stand, gewöhnt hat. Und deswegen dachte ich mir, das reinige ich jetzt einfach mal nur, befreie ich vom alten Kolumi, pflanze ich wieder ein und dann sollte es wieder gut sein. Selbst so alte, faulige Wurzeln, da muss man einfach bloß ein bisschen so den alten Schmodder da wegmachen und dann ist auch wieder bestens. Also je mehr gesunde Wurzeln im Gegensatz zu kranken Wurzeln da sind, umso besser. Und dann reicht das auch wieder für die nächsten 2-3 Jahre. Das Orchitop habe ich jetzt einfach nur mit der Bürste abgebürstet, ist wieder sauber und kann einfach so wieder genutzt werden. Wir sehen hier in meinem Pot mit dem Kolomi-Sammelsurium. In den Anfängen von Kolomi, da hatte ich natürlich auch die eine oder andere Pflanze geopfert, einfach weil ich es selber noch nicht perfektioniert hatte. Das wird auch noch nicht für jede Gattung 100% immer funktionieren, weil man sich da eben auch die Erfahrungswerte ansammeln muss, aneignen muss. Nichtsdestotrotz, hier ist eben alles vorhanden, jede Farbe, jede Kolomi-Größe. Und genau so hatte ich an und für sich auch die Cattleya-Orchideen eingepflanzt. Wenn man das Orchitop füllt, dann macht man den Untersetzer zuallererst weg, weil sonst fällt immer wieder Kolomi in den Untersetzer und den kann man später wieder anschrauben. Im Prinzip ist es eine ganz leichte Übung. Muss man nur aufpassen, falls da irgendwelche alten Pflanzenteile sind, dass man die eben nicht mit reinschmeißt. Aber selbst das wäre in Anführungsstrichen bei dieser Orchidee gar kein Problem. Dann klopfen wir das Ganze ein bisschen fest, füllen nochmal bis zum Rand auf und dann war es das eigentlich schon mit dem ganzen Einpflanzen. Und ihr habt gesehen, dass die Wurzeln ja relativ senkrecht nach unten gewachsen sind. Und dann muss man nur noch den Untersetzer aufsetzen, festschrauben, vorausgesetzt, da ist kein Kolumi dazwischen gefallen und dann war es das schon. Und jetzt kann das Isocelus sich, wie die letzten Jahre auch, eben hier draußen auf der Terrasse austoben. Hier links bei den Cattleya-Orchideen, die jetzt vom Sonnenschirm geschützt sind, wie ihr hier seht. Und dann gibt es ein Update zu Cattleya mit dem Isocelus, welche sich dann eben auch dort befindet. Jetzt werde ich die Pflanze angießen, denn so viel geknickt habe ich nicht an den Wurzeln. Das heißt, das ist jetzt total unproblematisch. Ist auch schön zusammengeschüttelt, rüttelt worden und jetzt können wir uns bald ziemlich sicher auf eine Blüte freuen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Isocelus oder der Kultur im Orchitop mit Kolomi, schreibt es gerne hier in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video und tschüss.